Die NTV Telebörse bei LinkedIn und wir wollen heute darüber sprechen, warum so wenige Frauen in der Finanzbranche tätig sind. Und neben mir sitzt quasi eine Ausnahmeerscheinung, Sandra Navidi von Beyond Global. Sandra, schön, dass du da bist. Warum sind in deutschen Banken so wenige Frauen in den Vorständen vertreten? Die Finanzwelt ist ein sehr testosterongesteuertes, aggressives Arbeitsumfeld und man muss auch sagen, dass Frauen wesentlich weniger gute Netzwerke haben, sie haben weniger Mentoren und weniger Möglichkeiten aufzusteigen, sie sind weniger integriert in wichtige Informations- und Machtkanäle. Jetzt gibt es verschiedene Gründe dafür, warum Frauen nicht so gut vertreten sind in den höheren Etagen bei Banken zum Beispiel, und eine Studie besagt, dass Frauen sagen, dass es meistens nicht familienfreundlich ist oder auch zu kompetitiv. Das heißt, der Wettbewerb ist einfach sehr hart. Kannst du das bestätigen? Dieses Argument, finde ich, zieht nicht so, weil das würde bedeuten, dass Frauen nicht so ambitioniert sind und sich nicht so gut durchsetzen können. Ich finde, das stimmt nicht, aber ich finde, sie sind häufig sehr zivilisiert im Umgang miteinander, und in der Finanzwelt, muss man sagen, wird mit sehr harten Bandagen gekämpft. Der Umgangston ist zum Teil sehr rau und ich denke, viele Frauen entscheiden sich dann letztendlich dazu, sich das nicht anzutun. Jetzt kannst du natürlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du lebst seit Jahren in New York und arbeitest da in der Finanzbranche, bist oft an der Wall Street. Wie hast du das gemacht? Bei mir hat sich das ergeben aus einer Reihe von Einzelentscheidungen. Da stand kein Masterplan dahinter. Ich bin ja dann letztendlich sozusagen auch ausgestiegen aus der Corporate-Welt, in dem ich mich selbstständig gemacht habe. Das heißt, ich kann mir letztendlich aussuchen, wer meine Kunden sind und mich von Marktkräften beurteilen lassen und habe eben keinen männlichen Boss über mir, von dessen Beurteilung ich abhängig bin. Ist es für dich schwerer, ernst genommen zu werden von deinen Kunden, weil du eine Frau bist? Von meinen Kunden würde ich nicht sagen, weil die kennen mich gut, die haben mich, mit denen arbeite ich zusammen, das ist ihre Entscheidung, weil sie wissen, was ich kann. Aber ich würde schon sagen, in der Finanzwelt als Frau, wenn man ein bisschen anders ist, wenn man nicht ganz stromlinienförmig ist und auch optisch vielleicht etwas mehr heraussticht, dann ist das nicht unbedingt ein Vorteil. Kann man als Frau zu attraktiv sein? Ich würde das nicht so formulieren, weil das würde bedeuten, dass die Frauen, die jetzt da sind, sind nicht attraktiv. So würde ich es nicht sagen. Aber ich würde sagen, man sollte nicht zu, oder es ist kein Vorteil, wenn man zu feminin ist. Das ist nicht nur äußerlich, sondern auch von der Umgangsart, wie man sich gibt. Also wenn man sehr weiblich ist, ich würde sagen, das trifft schon auf Skepsis. Das wird ausgelegt als Schwäche, denn man muss auch sagen, und das habe ich auch, ich habe diesem Thema ja ein ganzes Kapitel gewidmet in meinem Buch Superhubs über die Finanzwelt. Und da wird eben auch zur Sprache, kommt da, dass viele Männer eben denken, dass Frauen nicht hart genug sind für die Finanzwelt, sei es physisch oder auch psychologisch. Die können dem Druck einfach nicht standhalten. Und das ist nicht nur die alte Garde, also ältere Herrschaften, sondern das sieht man auch zum Beispiel im Silicon Valley, dass die Männer dort am liebsten untereinander, miteinander arbeiten und Frauen außen vor halten. Wir sehen dort sogar einen Rückzug von Frauen. Du sagst immer, dass Netzwerken sehr wichtig ist. Wie funktioniert das? Das Netzwerken ist das, der Ausbau menschlicher, zwischenmenschlicher Beziehungen. Das bedarf vieler Pflege und auch viel, man muss proaktiv sein. Das ist natürlich oft eine Überwindung, auch für mich. Die Leute denken immer, ich bin so eine tolle Netzwerkerin. Aber das ist bei mir auch nicht automatisch. Ich muss mich oft dazu aufraffen und mich daran erinnern. Das merke ich auch bei meinen Kunden, auch die, die sehr erfolgreich schon sind, von denen ich wiederum denke, dass sie gute Netzwerker sind. Die sagen dann zu mir auch, ich vergesse das immer oder ich bin zu sehr nach innen gerichtet, an das operative Geschäft, oder ich habe eben auch nicht immer Lust dazu, das ist anstrengend. Aber wenn man diese Superhubs sich anschaut, also die menschlichen Zentren von Netzwerken, die ich in meinem Buch charakterisiere, das ist zum Beispiel, ob das jetzt ein Jamie Dimon ist, der Chef von JP Morgan, oder ein George Soros, all diese Leute, die unglaublich reich und mächtig sind, selbst die verwenden einen großen Zeitaufwand und sehr viel Mühe auf das Pflegen menschlicher Beziehungen. Die machen auch immer einen Punkt, Leute zu besuchen. Die fliegen die ganze Zeit deswegen um den Planeten, weil sie könnten auch jeden zu sich kommen lassen. Aber sie investieren da rein, denn das ist eben, menschliche Beziehungen sind so wertvoll, weil die kann man nicht replizieren, die kann man nicht outsourcen, die kann man nicht einfach kaufen. Die muss man sich über Jahre hinweg erarbeiten, damit die auch widerstandsfähig und belastbar sind. Jetzt hat die Politik das Problem auch erkannt, dass es recht wenig Frauen in Führungspositionen gibt. Was hältst du von Frauenquoten? Ganz kurz noch.
Ich war früher nicht dafür und ich habe auch selbst nichts mehr davon, aber ich denke, wenn sich etwas grundlegend ändern soll, braucht man so einen Startschuss, so einen Auslöser. Wir sehen es an den skandinavischen Ländern. Dort hat es sehr viel gebracht. Das heißt nicht, dass man die Quote ewig beibehalten muss. Die kann man verringern und letztendlich dann auch möglicherweise abschaffen. Aber es ist eben so, dass die Männer, die jetzt an den Schaltzentralen der Macht sitzen, dass die sich eher mit anderen Männern identifizieren können. Sie erkennen sich in ihnen wieder. Sie haben weniger Motivation, offensichtlich Frauen zu fördern, denn sonst würden wir ja mehr sehen. Also von daher würde ich das für eine sinnvolle Maßnahme halten. Es ist also noch ein langer Weg. Sandra, vielen Dank für deine Zeit.